Das ist Nathan Drake, seines Zeichens Schatzsucher, Sympathisant und Massenmörder. Obwohl er im Kern nur ein einfacher Typ mit großer Faszination für versteckte Schätze ist, hat Nathan am Ende seiner Reise das Leben von über 1500 Menschen auf dem Gewissen. Warum Nathan Drake trotz seines unfassbar hohen Killcounts zum Schluss dennoch der witzige, sympathische und nette Typ ist und weshalb wir ihn alle nicht kollektiv als den Bösen in der Geschichte sehen, besprechen wir im heutigen Video. Dieses Video ist mein Beitrag zum Character September, einem Event vom YouTuber Kleiner Lordi, in dem Content Creator Videos über Videospielcharaktere machen und diese kollektiv im September hochladen. Der Link zur Playlist zu den anderen Beiträgen findet ihr in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Durchstöbern der anderen Videos, aber jetzt erstmal zum eigentlichen Thema. Uncharted ist eine Action-Adventure-Serie von Naughty Dog, einem US-amerikanischen Spielstudio unter den Fittichen der PlayStation Studios, welches neben Uncharted unter anderem auch für Crash Bandicoot, Jak and Daxter oder The Last of Us zuständig ist. Die Reihe zählt neben den vier Haupttiteln Uncharted 1 bis 4 noch das Standalone-Spin-Off Lost Legacy, ein Mobile-Kartenspiel und den PS Vita-Ableger Golden Abyss zu seinen Spielen, und 2022 schaffte es Uncharted mit Tom Holland und Mark Wahlberg mit seinem eigenen Film auf die große Kinoleinwand. Uncharted zählt mit über 44 Millionen Verkäufen zu den erfolgreichsten Videospielreihen überhaupt und Nathan Drake, der Protagonist der Geschichte, ist eines der Gesichter der PlayStation Studios. Die Spiele erzählen im Großen und Ganzen die Geschichten von Nathan und seinen Begleitern, welche über die verschiedenen Spiele hinweg auf der Suche nach verschiedenen Schätzen sind. In Uncharted 1 geht es um den versteckten Schatz von Sir Francis Drake, in Teil 2 um die verlorene Flotte von Marco Polo und im dritten Teil geht es um die Suche nach dem Atlantis der Wüste. Die Spiele handeln alle von einem Kernelement, für das Nathan Drake quer durch die Welt reist. Doch natürlich ist Nathan nicht der Einzige, der nach den verlorenen und versteckten Schätzen sucht. Neben ihm sind noch viele weitere Menschen, die dem großen One Piece auf der Spur sind und für die Schätze alles tun würden. Auch töten. Und so auch Nathan Drake, der in seinem gesamten Abenteuer insgesamt über 1500 Menschen tötet und das ohne mit der Wimper zu zucken. Keine 5 Minuten alleine lassen, was? Eigentlich lief's ganz gut, bis das Boot in die Luft geflogen ist. Nathan Drake ist kein harter, toxisch-maskuliner Typ, der mit unterdrückten Gefühlen durch die Welt stapft und dem andere Menschen egal sind. Nein, ganz im Gegenteil. Eigentlich ist Nathan ziemlich menschlich, hat immer ein Lächeln und einen flotten Spruch auf den Lippen und zeigt sich auch gerne mal von seiner emotionalen Seite. Dass er auf der einen Seite ein absoluter Sympathisant ist, aber auf der anderen Seite brutal einen Menschen nach dem anderen tötet und dabei gerade psychisch keine Schäden davon trägt, ist ein Widerspruch innerhalb der Geschichte. Uncharted ist damit aber kein Einzelfall, denn in den meisten Videospielen tragen die Charaktere keine Folgen davon, wenn sie vom einfachen Durchschnittsdude zur Killermaschine werden. Dieses Phänomen, also wenn Charaktere entgegen ihres eigenen Wesens handeln und es keine diesbezüglichen charakteristischen Entwicklungen gibt, ist als ludonarrative Dissonanz bekannt. Der Begriff ludonarrative Dissonanz setzt sich dabei aus mehreren Wörtern zusammen. Ludo ist Latein und bedeutet ich spiele und meint in dieser Definition das Spielerische, seien es die Mechaniken, Spielregeln oder Spielsysteme. Narrative, also das Geschichtliche, und die Dissonanz, sprich der Uneinigkeit. Erstmals wurde der Begriff 2007 von ihm hier verwendet, Videospieldesigner Clint Hocking. In einem kritischen Blog-Eintrag zu Bioshock 1, in dem Hocking die Widersprüche zwischen der Geschichte und ihrer Struktur und den spielerischen Aufforderungen und deren Auswirkungen kritisierte, schuf er einen Begriff, der in der Zukunft noch öfter Verwendung finden sollte. Häufig genannte Beispiele für die ludonarrative Dissonanz sind Tomb Raider oder eben Uncharted. Aber auch in anderen, weniger oft genannten Spielen tritt die ludonarrative Dissonanz ein, wie beispielsweise in The Legend of Zelda Breath of the Wild, in dem Link Zelda retten muss, welche seit nun mehr als 100 Jahren gegen Ganon kämpft und am Ende ihrer Kräfte ist.
Anstatt sich aber beeilen zu müssen, kann der Spieler sich genügend Zeit lassen, die Welt erkunden und sich beim Kochen ausprobieren. Entgegen der ludonarrativen Dissonanz wird die ludonarrative Harmonie gesetzt. Die beschreibt quasi die Zusammenarbeit zwischen der Narrative und den spielerischen Handlungen und Aufforderungen. Ein für mich gutes Beispiel für die ludonarrative Harmonie ist The Last of Us Part 2, in dem Ellie den Tod von Joel rächen will und der Spieler als auch alle anderen Elemente innerhalb des Spiels damit d'accord gehen. Zurück zu Nathan Drake, dem Massenmörder aus Uncharted und der anfangs eingeworfenen Frage, warum wir ihn für seine Taten feiern und nicht verurteilen. Das Phänomen, Täter aufgrund verschiedener Sympathien milder oder gar nicht zu verurteilen, ist kein seltenes. Da hat es in der Vergangenheit schon mehrere berühmte Fälle gegeben, wie beispielsweise Bonnie und Clyde, dem Verbrecherpärchen, das Anfang des 20. Jahrhunderts insgesamt 14 Menschen tötete und bis heute in Form von Referenzen innerhalb der Popkultur abgefeiert wird, oder Cameron Harris, der bei einem illegalen Straßenrennen eine Frau und ihr Baby getötet hat, laut TikTok-Userinnen aber zu süß und zu hübsch für den Knast sei. Und auch für Ted Bundy, dem Mörder von insgesamt 30 Frauen, hegen Menschen bis heute Sympathien. Aber auch in fiktionalen Welten kommen die Bösen nicht zu kurz und haben teils enorm große Fanbases. Ob die Crew von Haus des Geldes, Harley Quinn, Joker, James Bond, Nathan Drake, den Protagonisten aus den verschiedenen GTA-Spielen oder selbst Bowser, die finden wir doch alle irgendwie cool und sympathisch, oder? Rebecca Krause und Derek Rucker sind 2020 in ihrer Studie Can Bad Be Good? The Attraction of a Darker Self der Frage nachgegangen, warum wir das Böse lieben, fiktionale Täter nicht verurteilen und woher das Abgekulte vom Bösen kommt. Dabei kam heraus, dass wir fiktionale Charakter dann mögen und ihnen ihre Taten eher verzeihen, wenn sie unserem eigenen Selbstbild ähneln und dass wir uns bei ähnlichen Charaktern zu unserer dunklen Version hingezogen fühlen. Durch die Fiktionalität aber wird unser eigenes Selbstbild nicht gefährdet, wodurch wir bedenkenlos auch Vergleiche, Mitgefühl und Freude mit den bösen Charakteren zulassen können. Während wir im realen Leben differenzierter und distanzierter mit Tätern und deren Taten umgehen, können fiktionale Taten leicht und ohne Konsequenzen legitimiert werden. Das Ganze bedeutet nicht, dass in jedem von uns ein Killer steckt, aber die eigene masochistische Ader lässt sich bei den meisten von uns nicht leugnen. Nathan Drake ist ein Massenmörder. Trotz seiner schlimmen Taten verzeihen wir ihn, denn er ist lustig, charmant und mag Crash Bandicoot. Wir, also die Spielenden, werden natürlich von den Autorinnen und Autoren dazu verleitet, Nathan zu mögen. Wir verfolgen dieselben Intentionen wie er, kämpfen um das eigene Leben und beschützen Nathans Liebste. Die ludonarrative Dissonanz aber lässt im Falle von Uncharted keine Charakterentwicklung zu, was aus unserem allerliebsten Nathan einen skrupellosen Psychopathen macht. Aber hey, immerhin wissen es die Entwickler auch und nehmen es mit Humor. Non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma... So. Das war's jetzt aber mit Nathan Drake und seinen Psychospielchen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Checkt auf jeden Fall die Playlist zum Character September aus, da warten sicherlich noch coole weitere Videos auf euch. Wenn ihr jetzt Bock auf mehr Uncharted-Videos habt, dann behaltet auf jeden Fall meinen Videospielverfilmungskanal Game & Watch im Auge, denn da kommt demnächst ein Video zum Uncharted-Film. Wir sehen uns entweder drüben bei Game & Watch oder hier beim nächsten Mal wieder bei Gaming von gestern. Ciao Leute.